Freunde, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Profi, dem Pizza Robot Fights. Da hinten hüpfen sie alle schon durch die Gegend, beziehungsweise hallo. Fahren noch. Christian. Hallo, Peter. Ich bin kein Amateur, ich bin ein Profi! Oh, nice. Boah, da hast du aber lange drauf gewartet, dass ihr. Ja, Jay weint immer noch dem Fahrzeug nach, was Peter mal gebaut hat, wo mir der. Ich weine nämlich nicht. Das fällt um. Hey, er hat das gerade als Dreckscheiß bezeichnet. Ja, guck dir das mal an. Müllhaufen Auto. Pass auf, guck dir das mal hier an, wie das. Boah, nicht jetzt umfällt. Mal an, weil jetzt der fucking Vorführeffekt ist. Damit wurde das ist ganz krass, wie scheiße dieser Wagen ist. Musst du dich schon echt anstrengen und dummer Fahrer sein, um damit umzugehen. So eine Rotze, jetzt hält das Scheißding nicht um oder was? Willst du mich verarschen? Ja, das stimmt. Ja, guck mal, das ist quasi Idioten. Hurenwagen. Da, guck's dir an. Zack, oh, umgefallen. Das war jetzt wirklich anstrengend. Heute. Also überzeugt, war doch ein schlechter Wagen. Haben wir einen Vorschlag quasi adaptiert, ja, der von Nikolas kam. Der hat gesagt, baut doch mal. Nikolas, du geile Sau. Baut doch, oder vielleicht Nicolas und es ist französisch. Deine Mutter ist deine Frau. Okay. Wenn du denn Franzose bist. Aus dem ja, Kopf, du gerne ja, Inzest hast. Wir werden dreimal. Du hast die Metro gepisst. Alter, was stimmt das? Sorry, Christian. Was ist da hinten, was sich da so dreht? Wir werden dreimal 10 Minuten bauen. Und nach jedem dieser drei Abschnitte wird sich gehauen. Also nicht direkt gehauen, das sondern hat danach. Sondern wir werden, nach diesen 10 Minuten wird jeder sein Fahrzeug, was er jetzt gerade hat, speichern. Dann hat er ein Fahrzeug. Nach 20 Minuten wird nochmal gespeichert. Dann hat er ein zweites Fahrzeug, wo er hoffentlich darauf achtet, das erste Fahrzeug nicht zu überschreiben, sonst haben wir ein Problem. Und nach den 30 Minuten wird nochmal gespeichert. Boah, da hat aber einer echt Spaß. Hier ist ja irgendein Auto. Hallo, meine Haifischflosse sitzt da. Wer fährt denn da die ganze Zeit im blöden Kreis? das ist der Puncher, den ich mal gebaut habe, stimmt. Ja, also wir sitzt haben. Ist einer drin? Jeder hat da drei Fahrzeuge und wir werden Fahrzeug 1 battlen, Fahrzeug 2 und Fahrzeug 3 jeweils und dann mal gucken, wer denn so mit ein bisschen Druck am besten bauen kann heute. Gut, dann laufen die ersten 10 Minuten. Phase 1 beginnt in 3, 2, 1, jetzt. J-Skill, verdammt. Ja, Peter, das waren die 5 Sekunden wert. Ja, dann geben wir den Jungs mal 2 Minuten Zeit, etwas, ein Konzept zu erarbeiten. Es muss aber heute relativ schnell gehen. Also du brauchst nach 10 Minuten schon irgendwas, was fährt. Deswegen, ich glaube, die erste Phase wird sehr basic. Achso, ich brauche auch irgendwas, was fährt, fällt mir gerade ein. Pop. Ach, guck mal, das ist ja ganz einfach. Ja, richte dich auf, alles cool. Und fall sofort wieder hin. Alles klar. Damit wird ein Fahren sehr unmöglich sein. Nee, Freunde, das funktioniert so nicht. Der ist immer noch am solidesten. Der hat diese wunderschöne Begleitmusik. Der hat ein Klo. Und dann gucken wir mal, was Bram vorhat, in den ersten 10 Minuten zu fabrizieren. Wow. Scheiße. So. Oh, Brami. Was baust du denn? Erstmal bauen wir nur ein kleines Auto, wa? Alter, ich bin schon wieder hingefallen, das gibt's ja nicht. Was ist heute los? Mehr dürfen wir ja noch neben machen. Oh, das haben wir ganz vergessen zu sagen, fällt mir gerade ein. Ganz vergessen zu erklären, dass man in der ersten Phase gar keine Schubdüsen und keine Steuereinheit benutzen darf. Und in der zweiten Phase darf man dann Schubdüsen benutzen, aber noch keine Steuereinheit. Die darf man erst in der dritten Phase benutzen. Das so, stimmt. Damit seid ihr jetzt aber informiert. Die anderen wissen das alle. Also ich muss ja, wir wussten das auch noch, auf jeden Fall. Jay wird jetzt nicht ankommen und sagen, was? Das hat mir aber keiner vorher gesagt. So, die große Frage ist jetzt, kannst du mir ganz kurz sagen, wie lange wir noch haben? Ja, 7 Minuten 46. Also schreibe ich einfach mal ganz knallhart 37 noch. Oder? Ah, macht nix. Ja, das wird bei jedem jetzt wahrscheinlich erstmal so ein Basic-Fahrzeug geben. Ja, ich bin gerade überlegen. Wir dürfen keine Steuereinheiten benutzen, ne? Nee. Aber. Ach Gott, was haben wir vergessen? Nee, nix. Also nix wird irgendwie auch, was ich als unfair oder so ansehen würde. Okay. Gar nicht. Aber was mir gerade eingefallen ist, wir dürften
Zwar nur viel Motor benutzen, aber wir können ja rein theoretisch einen Motor benutzen, um irgendwas anzutreiben. Ja, das ist richtig. Kannst natürlich einen deiner vier Motoren dazu benutzen, zu sagen, hey. So ein Rotor zum Beispiel oder so ein Scheiß. Ja, das haben wir. Genau. Also, das ist so nie gesagt worden, dass man das nicht darf. Da muss mir auch keiner ankommen mit. Oh, nicht. Wieso habe ich eigentlich keine Hupe hier, verdammte Scheiße? Die muss ich mal eben setzen. Was möchtest du denn da? Nee, dann muss ich nämlich jetzt kurz gucken, weil ich tatsächlich, ich kann mich noch an unsere ersten Folge erinnern, da wusste ja keiner, wie die Steuereinheit funktioniert, ja? Ja. Da haben wir, in unserer allerersten Folge haben wir mit zwei Mann gesessen, die an einem Teil saßen. Also wenn ich jetzt aber dementsprechend ein Lager benutze, um das mit einem Motor zu verbinden, dreht sich's die ganze Zeit, wenn ich Gas gebe. Ach so. Ja. So, jetzt habe ich eine Hupe. Also, du hast hier schon deinen ersten Trick rausgesucht. Du möchtest jetzt einfach nur richtig. Das kenne ich irgendwoher. Ja, ich weiß. Das ist natürlich jetzt noch nicht optimal. Aber es halt. Das wäre halt erlaubt, weißt du? Ich bin halt wäre erlaubt, kann, ja. Ich bin gerade überlegen, wie ich eine vernünftige Waffe schaffen kann. Aber ich möchte halt jemanden nicht drehen, weil diese Drehsachen, das haben wir ja schon oft ausprobiert, die bringen gar nichts. Du kannst eigentlich weghauen. Nee, das dafür sind die zu schwach. Also dafür sind meistens genau. Die Gefährte zu schwer. Ja, deswegen bin ich jetzt gerade überlegen, ob ich nicht die Möglichkeit habe, mit einem scheiß Lager jemanden umzuhauen. Nicht umzuhauen, hochzuheben. Ja, mach das. I like the spirit. Ich weiß. 5 Minuten hast du noch. Ich fahr mal zum Federchen. Bis später. Bis gleich. Darf ich natürlich Peter nicht den Tipp geben, ja, einen Motor zu benutzen. Ist ja klar. Aber vielleicht hat er sich was Ähnliches überlegt. Ich hab voll den Bullshit gemacht. Oh oh. Frag mich nicht warum, ey. Ich hatte die Idee, das wäre ganz witzig, was zu machen. Am Anfang gab's den hinteren Teil. Du hast ein Rollcage-Auto gebaut. Reifen. Was? Du hast so ein Rollcage-Auto gebaut. Weißt du, die so an ne, die sich so flippen können. Ah ja, das wäre cool. Und was ist jetzt der Bullshit? Was hast du mit deinem Hinterteil gemacht? Naja, am Anfang war nur so. Wenn du jetzt den hinteren Bereich abschneidest. Am Anfang waren es nur 2 Reifen. Ich dachte, das wäre lustig. Aber das hat nicht funktioniert. Warte, okay. Naja, du musst dich ja wehren können, ne? Also, wenn du jetzt einfach wie so ein. Einfach so da liegst. Ja, ich fahr einfach so. Nice. Aber du musst. Oh nein. Ja, so. Ja, guck, das ist nämlich jetzt ein Problem. Ja, da wüsste ich was. Ja, das will ich dir nicht sagen. Jetzt krieg ich wieder Dresche. Heißt, du hast jetzt ein Basic-Fahrzeug gebaut. Und dann in Phase 2 kommen die Schubdüsen. Und dann geht los mit der Steuereinheit in Phase 3. Ich sag mal ja. Du bist ja, also die ist ja auch recht klein, ne? Also. Ja, ich bin gern klein. Das ist nicht das Problem. Das ist gut. Da hast du nicht so viel Trefferfläche. Wie lange habe ich noch? 3 Minuten. Könnte knapp werden. Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt, da sagst du mal. Da hat nur noch 3 Minuten Sinn. Werde ich direkt mal bei Sepp vorbeifahren. Ich baue all meine Reifen ab. Tschüss. Boah, eiskalte Junge. Tschüss. Was hat Sepp hier gemacht? Da ist Sepp. Hallo. Hallo. Was hast du denn gemacht? Oh, scheiße, ich bin schon nicht reingefahren. Ja, ist gut. Alles gut. Oh Gott, du hast schon wieder eine Kreuzform gemacht. Sepp, was stimmt denn nicht? Was denn? Du hast schon wieder so ein Kreuz gemacht. Ja, aber das ist einfach nur ein Kreuz. Ja, das ist nur ein Kreuz, das stimmt. 2 Minuten hast du. Ja. Wir haben noch 2 Minuten. Ich muss gerade mal gucken, was ich meine Motorpower einstellen kann, ohne dass das halt so krass durch. Also, dass die Power noch auf die Straße kommt. Weil jetzt kommt es ja nur auf Motoren an. Ja. Ich habe mir eher was für die späteren Sachen überlegt, damit ich da gewinne. Kann sein, dass ich jetzt ein bisschen abkacke. Ja. Aber mal gucken auch, was die anderen gebaut haben. Aber ich bin irgendwie noch nicht so stark, glaube ich. Ja, vielleicht haben die anderen das auch gemacht. Das wäre ein leicht verdienter Punkt, ne? Ja, das wäre schon geil. Aber ich muss das echt... Keine Ahnung. Also von der Stabilität ist das schon ganz geil eigentlich. Ich hoffe, man darf ja eigentlich nur nicht umgeworfen werden, weil wir keine Mechaniken haben dürfen, die uns ja wieder richtig rumdrehen, ne? Ja, so würde ich das nicht ausdrücken, aber ist schwierig. Oh, stimmt! Oh, du hast völlig recht! Ich hab nichts gesagt. Da habe ich dir nur widersprochen, weil die Regel das nicht gesagt. Ja, du hast auch völlig recht. Ich wollte noch was bauen hier. Man darf ja nachher noch was bauen, oder?
Und da auch noch was abbauen, ne? Ja, ja, klar. Später. Ne? Also, letzte Minute läuft. Bis gleich. Guck mal, bis gleich. So, jetzt sind wir noch bei Jay. Die letzte Minute läuft. Der ist hier schon hart am Testen. Ja. Ah, du hast einen Doppeldecker gebaut. Ich bin schon sehr zufrieden, ehrlich gesagt. Das ist umfallen. Er ist gut. Sehr, sehr zufrieden. Ist auch das Ding ist. Oh shit! Jetzt hab ich schon wieder dieses Buggy Fick. Fährt schon wieder von. Okay. 10 Minuten. Safe. 30 Sekunden. Noch. Moment. Jetzt darf ich den nicht löschen. Ja, du darfst halt nur, wenn du das gleich nochmal speicherst, nicht einfach überschreiben. Kannst du das jetzt mal. Kannst du mich mal wegmachen? Warum? Ja, weil ich habe Angst habe, dass ich den dann nachher, dass ich den delete. Ich will halt jetzt einfach nicht das Ding löschen. Wie, weil der fährt jetzt gleich direkt rückwärts, die Drecksau. Also ich soll einfach nur alles umbacken. Ja, genau. Alles klar. So. Guck mal, da kannst du auch nichts gegen machen. Die ersten 10 Minuten sind rum. Ah doch. Er hat gestoppt. Will die jetzt speichern? Jay hat's schon gemacht. Ja. Ja, jetzt wird im Endeffekt das Fahrzeug verfeinert für Phase 2 mit Schubdüsen. Kann man da natürlich noch ein bisschen was machen. Was macht denn Jay? Okay, jetzt ist Phase 2. Jetzt kommt quasi Power dazu. Ja. Ja, zu schwer. Mein Gefährt. Okay, also du ballerst einfach nur Power. Ah, volle Pulle drauf. Ich kann auch im Rücken, ich kann auch im Rücken fahren. Das ist ja meine Spezialität. Ich liege gerne auch auf dem Rücken. Ja. Und ja. So. Dim, 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 dim. So. Also das Ding ist halt jetzt schon super fix, ja. Ich habe jetzt einfach mal volle ich dachte mir, weil wir keine Schubdüsen benutzen dürfen, da habe ich mal einfach volle Pulle gemacht bei den Motoren. Bei den Motoren, damit ich hier gleich rausschieben kann in den 10 Minuten Kampf. Alter, ich bin beweglich as fuck, das ist ja richtig geil. I hit you. Bam. Ja, okay. Keine Chance, Alter, gegen das Monster. Ja, ich habe nur so einen mittleren Pimmelmotor. Der Schiedsrichter will hier kaputt gemacht. Ja, ich kann auch im Rücken fahren. Das heißt, was kann mich rausschmeißen? Etwas, was ähnlich stark ist. Eigentlich ganz geil. Mann, ey. Jetzt müssen wir mal überlegen, was kann man denn noch Geiles machen? Ja, 7 Minuten hast du dafür noch, dir noch was zu überlegen. Ich werde mal gucken, was denn der Rest so mit aus mach Phase 2 macht. Und mach Chancen mal, ich bin noch am Überlegen. Ja, überleg mal. Ja, das ist Sepp wieder dran, ne? Wo ist der denn? Da. Ja, was machst du denn jetzt so? Boah, ich habe jetzt hier Schubdüsen drauf geballert. Jawohl. Und jetzt kann ich halt. Also, das ist die Schubdüsen beweglich gemacht. Ah, nein! Ach, die Richtung ist auch falsch. Bewegen die sich analog zu deiner Lenkung? Oder hast du die separat gemacht? Achso. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt hier nach rechts lenken möchte. Weil ich habe ja, total häufig das Problem im Fight, dass wenn dir einer von der Seite an die Karre pisst, dann kannst du halt nicht wirklich dich wehren. Und damit. Oh, kann ich mich dann richtig krass wehren. Und halt auch in Fahrtrichtung. Da muss ich nur die Schubdüsen noch ein bisschen auf volle Pulle einstellen und dann sollte das richtig hart abgehen. Na, du kannst ihn dann so ein bisschen raus. Ja, wirbeln ist natürlich immer schwierig. Die Fahrzeuge sind natürlich schwer, aber du kannst dich zumindest. Jawohl! Ich glaube, ich. Und ich habe jetzt hier noch so ein Ding reingebaut, dass ich mich hoffentlich. Na, vielleicht muss ich das noch ein bisschen höher einstellen. Ja, stimmt. Ich hoffentlich wieder reinwobbeln kann. Aber die Pisten, die können einen so wieder aufrichten, das habe ich ganz vergessen. Ja, wäre ganz geil, wenn das klappen würde, aber irgendwie ist das noch zu wenig. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Da guck mal, das reicht ja gar nicht. Ich habe plötzlich einen Wendekreis wie ein LKW, das ist doch scheiße. Muss wieder langsam fahren. Hast du dein Auto so fast and furious gemacht? Ich habe die Motoren mal hochgeballert. So. Aber das ist echt nicht gut, dadurch hast du echt einen krassen Wendekreis. Und du verlierst so viel Grip. Okay, was mache ich denn jetzt, damit ich mich wirklich aufstellen kann? Scheiße. Ich. Kann ich irgendwie. 5 Minuten so noch? Oh, das geht! Guck mal! Guck mal. Hast du es gesehen? Doch. So. Ja, jetzt komm, hau mich mal um den Kopf. So. Dann muss ich mich nur aufstellen. Ah, easy. Und dann muss ich halt nach vorne fahren, glaube ich. Yo! Das, okay, also
Ja, Respekt. Das ist ja tricky, ey. Das ist wirklich tricky. Und es scheint ja auch jedes Mal zu funktionieren, also. Ja, anscheinend. Ja, cool. Ja, dann muss ich jetzt nochmal gucken, was ich noch so brauche. Vielleicht mal ein bisschen anmalen. Phase 2 Fahrzeug. Dann gucke ich mal, was Dennis denn gemacht hat. Na, bis gleich. Und? Was hast du getan? Ja, wir haben halt vorne jetzt den Rambock und die vier Düsen. Was hast du jetzt mit dem Motor gemacht für das erste? Die müsst ihr auch noch. Die habe ich ja, also die habe ich jetzt angeschlossen, um dadurch, dass ich deutlich schwerer bin, ist mir aufgefallen. Habe ich die Motoren jetzt nur noch verbunden mit den Reifen. Achso, halt benutzt die doch nur noch als Antrieb. Ja, genau, also in Phase 1 nicht. Aber jetzt in Phase 2. Ja. Ah, du hast das sogar extra nochmal umgebaut. Ach krass, also du erweiterst dein Fahrzeug nicht nur einfach, sondern du hast wirklich komplett andere Sachen. Ja, also ich weiß, die Problematik ist halt bei diesen Rotationsdingern, ich habe sonst gar keine Waffe, ja. Und ich habe halt das Gefühl, dass man nur mit dem Motorenpower wird schwer, einen rauszumachen, weil jeder die eh auf Max setzt. Ja, das sind wir alle gleich stark. Also hoffe ich, dass ich durch die Rotation irgendwie die Möglichkeit habe, jemanden zu ficken. So, aber jetzt habe ich einen Rambock und Düsen, dann heißt, ich habe ein super wendiges Auto. Also wirklich, ich bin extrem wendig. Ja. So, und wenn ich dann aber jemanden sehe, hoppala, genau, das, also meine einzige Problematik gerade habe, ist, dass ich halt extrem wendig bin. Zum Beispiel, wenn ich halt so versuche, dich anzuvisieren, da jetzt, Versuch Nummer 3. Ah, so, dann hast du, ja, okay, dann. Ja, irgendwo muss man halt Abstriche machen. Und genau, man muss halt Abstriche machen, weißt du, kannst ja nicht alles haben. So, und ich bin aber auf jeden Fall durch das Vorderteil deutlich schwerer, weil ich muss halt irgendwas holen, dafür ich nicht nach vorne kippe. Deswegen habe ich hier hinten so Metallplatten eingelassen, die früher aus Holz waren in der ersten Phase. Alter, brauchen wir jetzt ein ganzes Fahrzeug umgebaut. Krass. So, ja, nicht schlecht. Ist dementsprechend jetzt Phase 2. Ja, in Phase 2 hast du auch noch 2 Minuten jetzt exakt genau. Und dann ja, guck ich mal. Dann geh ich jetzt mal ganz überhöblich, geh ich die jetzt mal pissen. Alles klar. Okay. So, Pierre. Wieso? Warum meintest du, so, die letzten 2 Minuten geh ich jetzt eiskalt mal pinkeln? Ach so, so einfach ist das. Ja, ja. Geh das weg. Mal Fahrtest. Hui! Ah! Aua! Null. Was hast du denn gemacht? Aua. Wie so ein D-Zug. Kein Problem! LOL! Ah, du steuerst jetzt mit Pistons deinen Rücken oder ob du am Kopf, also ob du, ne, wie rum du fährst. Also. Geil. Das ist übrigens nicht schlecht. Ja. Ah, danke schön, das ist lieb von dir. Erste Runde wird witzig. Erste Kampfrunde wird witzig. Oh Gott. Er sagt mal nichts. Gucken wir uns nachher an. Ja. Das machen wir sehr gespannt. Wieder weg. Alter, mit dem Piss, das finde ich cool. Danke. 1, 2, 3, 4 Schubdüsen. Power! Ja, guck mal, sind nur noch 40 Sekunden. Hui! Machen wir mal 30. Mal einen fetten Looping gemacht. Tschüss! Aua! Oh nein. Jetzt gleich kommt noch die Steuereinheit dabei. Oh. Fehler wurden begangen. Jo. Aber ich glaube, du hängst in dem Baum drin. Sieht ein bisschen so aus, als würde ich mit den Schultern zucken, oder? Warte. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Das Auto hat halt Gefühle. Ne? Ich kann nichts tun. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und da ist die Zeit vorbei, bitte speichern. Uiuiui. Okay. Gut, 3, 2, 1. Okay, scheint alle fertig zu sein. Dann die letzten 10 Minuten. Wie hieß das Ding jetzt? Regulator? Nee. Wie hieß das? Was? Was war jetzt erlaubt? Steuereinheit. Die 10 Minuten laufen. Ja, gespannt. Ich find's eigentlich ganz witzig, muss ich sagen, dass jetzt, zumindest laut meinem Eindruck, niemand mit irgendeiner Phase so überfordert war. Also so gerade habe ich jetzt zumindest nicht bedacht, gemerkt. Hä? Hast du dich gerade eingefahren? Eingefahren? Bist du gerade kleiner geworden? Ich hoffe nicht. Ich kann mich nicht einfahren. Waren deine Räder direkt nebeneinander?
Ich dachte, die wären weiter auseinander gewesen. Na, egal. Ja, weiß ich ja nicht, vielleicht hast du auch Pistons benutzt. Oder? Hätte ja sein können. Hast du denn irgendeinen Plan für die Steuereinheit? Oder denkst du dir so, ach komm. Ich will meinen Wagen einpacken. Okay. Meine Hoffnung ist, dass die nicht sehen im zweiten Rennen. Das erste lassen wir jetzt mal außen vor. Was meine Special-Fähigkeit ist. Will ich mich bis dahin dann, das will ich dann bis zum Ende am liebsten aufbewahren und dann heimlich also alle überraschen. Hast du da den Phase 2 denn auch schon versteckt? Nee, leider nicht, aber da im besten Fall benutze ich es ja nicht in Phase 2. Ach so, ja, ja, okay. I see. Der gute alte Würfel, ey, wie oft wir den schon gesehen haben. Nice. Guck mal, so, 7 Minuten. Command not recognized. What? Irgendwas Falsches gemacht? Egal. Ja, geil. Dann gehe ich mal gucken, was Jonathan denn so getrieben hat. Jo, auf der Wout noch was. Außer Blödsinn. Ich würde jetzt gucken, was Jay da treibt, wenn ich den Berg hier hochfahren könnte. Mach das mal. Ich komme den Berg nicht hoch. Das gibt's doch gar nicht. Schlecht. Natürlicher Abwehrmechanismus. So. Ja, genau, habe ich auch gebaut. Echt jetzt? Ja. Was hast du denn gemacht? Einen natürlichen Abwehrmechanismus. Ja, ich troll ein bisschen rein. Okay, das ist gut. Reintrollen ist auch mal lustig. Reintrollen ist okay. Ja. Was? Ach du Scheiße, wie viele Knöpfe. Aber wenn ich sage Abwehrmechanismus, dann kommt dann. Nein. Oh nein. Guck mal, jetzt geht's sogar nach oben und unten hier. Pass auf. Guck mal hier, ich bin eine Krake. Hey, ich bin ein Vogel. Wie schwer bist du, ne? Oh, geht. Ja, schwer. Ist doch schon ziemlich schwer, ja. Ja, 4 Minuten hast du für nicht so schnell raus. Für dein Kunstwerk da noch. Kunstwerk. Dankeschön. Was hast du denn da? Wie viele? Ja, ich baue mal einfach. Alter, wie viele Pistons hier dran sind. Was? Ja, und Steuereinheit hast du ja auch schon ganz gut genutzt. Ja, genau, nur für die Pistons. 6 Stück. Ja. Was machst du jetzt da oben drauf? Noch Pistons anbringen. Ja, ich will ja nicht, wenn ich auf dem Kopf stehe, dass mir jemand auf den Sack geht, ja? Ja, natürlich nicht. Was sollte man denn sonst für Ziele haben, wenn man auf dem Kopf liegt? Ja. Aber kannst du denn dann mit den kleinen Mini-Reifen noch fahren? Ah, ja, bestimmt. Ja, ja. Ja, gucken wir mal. Finde ich geil. Sehr gut. Troll du mal rein. Korrekt, kann ich da nicht fahren? Ja, das ist Zweifel gesät. Ah, scheiß drauf. Ich geh mal gucken. Ja, das passt schon. Ich geh mal gucken, was jetzt mal. Ma. Ba. Der hat nicht Tschüss gesagt. Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Der Junge wieder völlig aufgeschmissen. So, Sepp macht wieder. Was macht Sepp der? Alter Sepp. Was machst du da? Hallo? Hallo? Wieso hast du ein orangenes Kreuz auf dir drauf? Oh Gott, du bist eine Kreuzspinne. Nein! Ich bin der Bekehrer! Oh nein, das ist Wululu! Das ist Jesus am Kreuz, den ich mit mir rumtrage. Der ist tot. What the shit? Das ist einfach. Du hast ganz schön viel Zeit, weißt du, dir so einen Scheiß da reinzuhauen, ey. Das ist so kernbehindert geworden. Ja, das ist richtig. Ich bin auch schon fertig. Seit 2 Minuten. Ich will nichts mehr machen. Es ist einfach so. Es ist ein Kunstwerk. 1,5 Minuten hättest du noch. Es ist einfach so geil geworden. Wofür hast du denn jetzt die Steuereinheit benutzt? Nur für das Kreuz? Nur für das Kreuz! Oh, ja, die letzte Minute läuft, dann fahre ich nochmal schnell gucken, was Dennis so gemacht hat und dann können wir gleich schon anfangen. Ja, mach das! Bis gleich! So, hast du noch was gemacht? Mit der Steuereinheit? Oh. Ja, alles klar. Der Spinnenanbeter. Diese kleinen süßen Spinnen, die immer irgendwie hier so Pilotenkram machen. So, wir sind fertig. Ende.
Bitte speichern. Bitte speichern. Ich laufe automatisch. Warum? Dann beginnen wir kurz die Phase 1 Fahrzeuge und beginnen wir mit Jay. Hallo. Jay hat den klassischen, hier sehen Sie den klassischen Doppeldecker ausgestattet mit 8 Reifen. Diversen Reifen, 4 Motoren. Und einem Sitz. Du hast in Phase 1 so einen Doppeldecker gebaut. Alles aus Metall, krass. Ja klar, ich brauche ja Gewicht. Das hat Jay gebaut. Ich brauche Gewicht. Das ist stark, das ist sehr interessant. Das weicht etwas ab. In meiner Art. Aber es sieht gut aus. Achso. Ja, okay. Wäre jetzt auch schlimm. Entspricht nicht der. Das entspricht nicht der Sepp-Norm. Also, Sepp wird disqualifiert, der hat Schubdrüsen. Also, Tuff geht gar nicht. Gucken wir mal, Sepp. Gucken wir mal. Hallo, ich habe hier Penis gebaut. Ja, komm mal. Mach das mal weg. Wow. Bam, bam, bam. Ja. Das ist nicht so einfach hier, ne? Nee, ist alles voll. Ist ein unsichtbares Fahrzeug. Hör mal gerade. Bauen! Ah, da ist es doch. Zack. Mhm. Ja, Sepp hat sich nämlich für das aus Design dem eines nix Kreuzes eines entschieden Kreuzes. Und ich dachte mir, das geht schon wieder in eine sehr seltsame Richtung. Ja, es geht auch in eine richtig seltsame Richtung. Die 20 Minuten vor wird dann wieder interessant, oder was? Da darfst du dich echt drauf freuen, Jay. Die wird richtig, richtig crazy. Ja, auch hier sehen wir Motoren. Was sieht man denn alles? Schlecht. Genau, hier sieht man. Und man sieht auch noch ein paar Pistons sogar. Genau, Pistons, ach, Motoren. Ja. Ne, ist ja Phase 1. Nach 10 Minuten ist das alles ein bisschen sehr basic, aber. Ja, klar. Schon ganz ordentlich. Ja. Ja, das ist Selbstfahrzeug. Dann gehen wir weiter zu Dennis. Oh, was hat er denn gebaut hier? Der hat auch was gebaut in den 10 Minuten. Was ist das denn hier? Ein Rüssel oder was? Das sieht Das ist der Elefant. Ey, ohne Scheiß, ich finde, das sieht aus wie ein Elefant. Also wirklich ein richtig schöner Elefant, den du da gebaut hast. Arschlöcher. Der hat sogar Augen hier vorne. Guck mal an, ey. Und hier der Rüssel. Das sieht doch echt aus wie ein Elefant. Sogar, du hast das sogar bemalt? Wie viel Zeit hattest du denn? Also in der ersten Phase ist das gut. Also in der ersten Phase hatte ich jetzt echt nicht so mega viel Stress, ein Auto zu bauen mit 4 Reifen und go. Okay. Ja, ne? Das ist cool. Dennis Auto. Wunderschön. 4 Reifen, go. Dann gucken wir mal, 4 Reifen, go. Oh, Peter, was ist das denn? 4 Reifen, go. Peter hat auch richtig viel gemacht. Peter hat einen Mini-Scooter gebaut. Ja, guck mal, dann hätte Peter das dann auch noch anmalen können. Das wäre jetzt auch nicht. Oh, guck mal, hier die Reifen hier nach oben. Wofür gehen aber die warum denn gehen nach die oben? Nach oben? Hm. Weiß man noch nicht so ganz. Aber dann kann er auf dem Dach fahren. Das hat Peter gemacht. Er kann auf dem Dach fahren. Das ist clever, Peter. Smarter Boy. Das stimmt. Dankeschön, das Dankeschön. Das vergiss das gut. Nicht. Gleich wie im ersten Battle. Warum? Klappt nicht, oder was? Ja, wir werden heute. Weil er sich gerade selbst gefragt hat. Wetten, Peter wollte ursprünglich, dass gar nicht die Reifen nach oben gehen, sondern die Plattform nach unten gedrückt wird oder so ein Scheiß. Irgendwie sowas. Ja. Nein, die Reifen sollen nach oben gehen, damit ich auf dem Dach fahren kann. Das ist schon richtig. Ja. Ich war gespannt, Peter. Ja, ist das eigentlich absichtlich, cool, dass die verschiedene Speeds haben, die Motoren? Da darfst du gar nicht reingucken. Ja, nee, die sieht man noch von außen. Ja, kannst du aber von oben aus. Ah, ist das von oben. Stimmt. Finde ich ja interessant. Also, ob das Sinn. Macht das Sinn? Wahrscheinlich, ne? Hey, hier ist einer umgestellt worden. Ich hab da nichts umgestellt. Nicht von mir. Von mir der auch hier nicht. Ist umgestellt ich kann's worden. Ich kann es diesmal nicht gewesen sein, ich bin nicht in der Nähe. Ja, aber jetzt auf einmal sind alle Motoren richtig eingestellt. Also, ich weiß nicht, wer es gemacht ich hat. Wenn keiner war, dann. Macht da eh kein. Ja, echt mal. Mann. Dann ist das auch völlig egal. Was ist denn da los? So wir werden heute jede Phase so wie immer machen, außer das Finale shit. Best of Three ist. Ne? Also gleich fliegt einer raus, dann machen die anderen drei weiter, dann fliegt wieder einer raus, dann knollen die anderen zwei sich und der Gewinner hat dann die erste Phase quasi gewonnen. Und dann kommen die Autos aus Phase 2. Jawohl! Welches Auto denn aus Phase 1 so das beste, tollste, allergrößte ist, das erfahren wir jetzt. Oh. Peter, hast du gar nicht eingespielt? Peter, ist da los? Peter! Wait, what the fuck? Wait. Du hast dich im... Peter hat nicht angeschlossen. Was hast du gemacht? Ich bin nicht fertig geworden.
Ach so, du bist nicht fertig geworden. Ach, ihr seid alle stehen geblieben. Mein Gott, das war echt. Ja, ja, wir, ja ich hab erstmal geguckt. Ich hab grad echt gedacht, ihr würdet schon fahren oder so. Und ich hätte irgendwie lag. Nee, mich hat gerade interessiert, wie Peter bei 4 Reifen nicht fertig geworden ist. Ja, ohne Scheiße, da hab ich auch noch gerade drauf geguckt. Ich bin gerade am überlegen, ob ich jetzt einfach kurz warte und hier in der Mitte stehe. Weil Peter fliegt gleich wahrscheinlich so oder so raus. Da fährt gerade raus. Peter ist so geil, ist einfach. Ich glaube, Peter ist bestimmt noch am Baiten oder so, weißt du? Ja, ihr wisst ja, was. Oder das. Oder Peter ist hart am Baiten. Das kann natürlich auch sein. Könnte sein, dass Peter hart am Baiten ist. Aber ansonsten versucht Jay hier quer durchs Beet irgendwie. Ja, es kann doch nicht so leicht, den zu steuern, ey. Meine Power wenn Jay fährt, sieht das so ein bisschen aus wie ich hab die ganze Zeit Angst, auf Peter mit Gas zuzufahren, weil ich die ganze Dicke so nicht, weißt du, in der Sekunde. Boah, Bram, ey, da hast du mal weit ausgeholt. Oh, Jay. Knapp. Oh, shit. Nee, Jay. Selbst David. Noch nicht. Ja, doch. Jetzt war er raus. Fuck. Damit hat Jay Sepp eliminiert. Der ist richtig stark. Und Peter hat die erste Phase überlebt. Das ist unglaublich. Fuck. Geil. Krass, dass du nicht fertig geworden bist mit 4 Reifen. Das wundert mich. Ja, ohne Scheiß. Ich habe halt das ganze Konzept mehrfach umgeworfen. Kurz, 3 Minuten, 3,5 Minuten, bevor wir fertig waren, hat Christian gesagt, 3,5 Minuten noch. Da habe ich gesagt, okay, ich baue jetzt alle meine Reifen wieder ab. Und danach habe ich nice, alle Peter. Das stimmt, dann habe ich sogar noch auf Aufnahme. Da bin ich gerade wieder gefahren. Ja, ein richtiges. Und dann habe ich das in den 3,5 Minuten nicht mehr geschafft. Christian hat noch gesagt, alle Zeit der Welt. Da hab ich gesagt, okay, wenn der Schiri das sagt. Richtiger Genius-Move. Ja. Ja, damit gehen wir direkt weiter, ne? Haben wir mal gespannt. Weil, ja, mal gucken, ob Peter jetzt immer noch seine Phase hat. Go! Ja, okay, läuft! Peter, ja! Ich hör's so geil, weißt du, das ist wie Peter, so. Eine, du machst das. Wie die alten Motoren, die du von außen starten musst, muss Peter sich vorne vor sein Fahrzeug stellen. Jetzt steht er da. Dachte ich mal, erstmal Jay und Peter. Peter rotiert da hinten schon. Ja. Peter soll mal sein Schwert machen. Man sieht, dass Jay und Bram auf jeden Fall das leichtere Ziel fürs Finale haben möchten. Was? Und kämpfen sich da jetzt gegenseitig. Das heißt, das ist jetzt schon das wahre Finale. Die Sau. Oh, na, da wird Jay vom Turm gerettet. Am Rad, fuck, hier. Alter, ich, nicht, aber, oh, jetzt liegt er auf der Seite. Alter, was ist das denn? Move von Jay. Der Dance war um. Lol, Bram ist fast raus. Alter, was war das denn? Das ist gut gewesen. So. Na, hat Peter wieder noch richtig stehen. Alter, ich bin gerade richtig hart durchgedriftet. Ich leck grad mega hart durch die Gegend. Hart am Driften? Ich hab nichts. Bleib doch mal stehen. Ihr habt nix, ihr macht nix. Ey Jay, du sagst stehen. Ich seh dich grad nicht. Bei mir stehen du alle. Du siehst mich grad nicht. Really? Ich bleib jetzt mal stehen. Ich fahr bei mir nur im Kreis. Ja, fährst du auch im Kreis. Jetzt steht Jay. Aber alle anderen stehen bei mir die ganze Zeit. Ja, Peter steht. Ja, ist doch richtig. Ich steh jetzt. Nein, Moment, die ganze Zeit. Aber das kann ja nicht, dass Peter steht, oder? Peter steht bei mir. Kann Peter stehen bleiben? Jetzt. Achso. Nee, bei mir stehst du. Achso, ja, wenn Peter stehen bleiben kann, okay. Okay, jetzt fahren wir da. Jetzt fahren wieder alle, oder? Ja. Jetzt geh! Oh, what the fuck? Oh, wow, Bram, ey, du fieser Sack! Von den Lecks, Alter, du hast dich grad fast gefickt mit deinen kommen. Tricks. Das ist halt normal. Oh nein, Peter! Oh, Peter bewegt sich da ganz gefährlich. Bram ist aber auch. Bram, ey, jetzt bleib doch mal stehen! Oh, Jay hat ihn gerammt! Fuck you! Ja, jetzt muss Jay wieder den Breakdance machen. Nein! Okay. Nein! Oh! Oh, das war knapp, Peter. Das war echt knapp. Ich will ihn rausbringen. Das ist so geil, wie er versucht zu überleben. Das ist so geil. Er hängt da an der Regenlegung und versucht sich einfach nur wieder hochzuziehen. Ficker. Nein! Oh, Peter noch einmal! Ja, noch! Peter raus! Ach, schade, Peter. Bram, ey, du kleiner fieser Möb. Hast mich umgedreht. Tja. Ich hab den nicht gekriegt, den Bram. Ja, der ist auch fix unterwegs. Suizid von Peter. Ja, aber echt nett von dir. Ja. Ich war echt kurz vor zu sterben. Ja, also ich habe auch versucht zu überleben, aber das hat nicht geklappt. Beweg dich doch einfach nicht. Peter ist einfach. Das geht nicht. Der rollt die ganze Zeit. Ich kann nicht. Der rollt die ganze Zeit. Nice. Ja, genau. So, wer gewinnt in Phase 1? Bram oder Jay? Wir werden es erleben. Das heißt, wieder Bram vs. Jay. Ich mal kurz What the fuck? Die Bodenwelle hat mich ja voll mitgenommen. Ja, let auf Drempels. Bodenwelle hab ich immer am Start. Ah, warte. Jetzt wird hier wieder gedanced. Dance. Mein Wagen ist... mein Wagen ist zu spinnig.
Ja, ich sag ganz echt. Ich find geil, wie Jay immer so ein bisschen rutscht, wenn er sich umdreht. Das ist so ja, voll so am Drift. Vorne stehen bleibt und hinten bricht einfach das Heck aus. Echt ganz geil. Wow. Ey, wie hab ich immer unterm Wander die Sau umgedreht? Was ist das? Jetzt ist Jay im Breakdance-Modus. Oh, Bram, deine Chance? Alles gut. Ey, Chance wofür? Jay ist wieder richtig rum. Ja, hier wird sich immer so hart abgetastet. Oh, Bram ist in Jay drin. Bisschen wie beim Wrestling oder beim Ring. Oh, Bram. Nee, nee, da machen wir aber nicht so Jay, ne? Oh. Die Leute so ein bisschen... Oh, da ist Bram raus. Ich würde... Was? Also, weiß ich nicht. Bei mir ist er draußen. Ich bin bei mir jetzt noch drin. Nee, ich würde sagen, das ist raus, ja. Das ist raus. Ist er draußen? Der ist raus. Okay, dann lass ich wieder frei. Damit gewinnt Jay Phase 1! Yes! Jawohl! Nice, Jay! Du yes. Sau! Sau! Sehr gespannt. So, jetzt mal auch richtig mit, Leute. Ja, echt alles mal. Klar. Das mach ich euch. Machen wir den dann. Moment, wollen wir nicht die Nummer 1 neben die Nummer 2 einmal stellen? Damit man sieht, was da Unterschied ist. Oh, damit man einen Vergleich hat. Ja, das ist eine gute Sache. Oh ja, können wir machen. Gar nicht so dumm, ne? Okay. So. Schön. Da gucken wir uns mal schnell die Unterschiede an. Das ist falsch gebaut. Bei Peter sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Oh, was ist denn bei Pi? Oh, das ist aber größer geworden, ey. Fuck. Ja. Hä, das ist doch breiter, oder? Das ist auch noch breiter geworden. Peter hat einfach wieder nochmal neu gebaut. Neu gebaut, alles. Das finde ich gut. Und jetzt hast du einfach das gleiche ein bisschen größer gebaut. Du hast ja sogar die Motoren neu gesetzt. Oh, finde ich neu. What the fuck? Hat ja alles nicht funktioniert, so wie ich mir das halt vorgestellt habe. Aber jetzt funktioniert das so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, Peter hat das 30. Peter hat auf jeden Fall 4 Schubdüsen klar in eine Richtung. Ja, das stimmt. Geht klar in eine Richtung, ne? Ja. Also Unterschiede klar erkennbar, würde ich sagen. Ja. Jetzt kann man auch. Und da waren auch nur Schubdüsen gleich drauf, keine Steuereinheit, also alles cool. Boah, Dennis hat sich auch was getan. Ich finde, das sieht irgendwann, wenn wir gleich alle drei zusammen nebeneinander haben, dann sieht das aus, weißt du, so wie diese Lego-Bauanleitung, wenn du die Bilder stimmt siehst. Bram hat auch wieder abgebaut. Bram hat einen Rambock noch gemacht. Interessant. Ich habe auch wieder abgebaut, ja. Mhm. Ich war nicht davon überzeugt, ob diese Rotorenmöglichkeit das Beste ist, was ich bauen könnte. Ne, das stimmt. Power ist das Beste, was du baust in den ersten 10 Minuten, glaube ich. Ja, Dennis hatte auch eine klare Richtung. Sehr viel Power hier. Klar, wer hat denn nicht sehr viel Power? Aber ne, den Unterschied erkennt man. Und Bram hat auch nicht auf volle Pulle alle. Das ist gut zu wissen. Ja. Wo hilft dir das denn? Hm? Warte mal. Man sieht das angeblich das siehst du an den Schaltern. Dingern, aber jetzt, nein, wo dir das hilft, nicht, nicht was geändert siehst wurde, glaube ich das nicht schon fast nicht mehr. Okay. Oh, er hat's angemalt. So, Sepp hat, What the fuck? Was ist das denn, der Kreuzzug? Ist das Trump-Mobil oder was? Nee. Das ist ein bisschen schöner geworden, ist ein bisschen stärker geworden. Ja, das ist der Exorzismus, ey. Da sind noch ein paar bisschen gelber dabei geworden auch. Oh, er hat Kreuze bekommen irgendwie. What the fuck, wofür sind die gut? Einfach nur so? Oder können die auch noch was? Jay, ja, die Wege des Herrn sind immer unergründlich. Das weißt du doch. Okay. Jay, du musstest eigentlich doch direkt zu Staub zerfallen, oder nicht? Warum? Boah, der Diss, Alter. Nee. Ja, nee, wegen Evil Within. Den heute mal geschminkt. Und jetzt Jay. Jay hat auch eine Rampe gebaut. Der hat auch eine Rampe gebaut, ja. Damit man in ihn reinfährt, das ist gut. Dann sind hier die Schubdüsen. Boah. Hat Jay sonst noch irgendwas? Ich hab das Notfallprotokoll. Aber Jay hatte Zeitnot, oder? Hä? Nö. Nicht? Du hast oben die Pistons nicht, hinten. Ja. Und vorne? Vorne hast du gemacht. Ich habe halt Notfallprotokoll drin. Ich musste ja noch. Notfallprotokoll. Das war, ich weiß nicht, ich habe mir eigentlich relativ viel Zeit gelassen. Ah doch, ich habe noch ein bisschen was geändert, stimmt. Ich habe die Steuerung noch ein bisschen angepasst. Das war mir, wie ihr gesehen habt, vielleicht in der ersten Runde nicht geil genug. Okay, das kann ich verstehen. Auch ganz schön viele Knöpfe auch. Ja, dann haben wir jetzt eine Phase, wo alle fahren können. Jawohl! Jeder kann sein Fahrzeug bedienen, dann packt man die Phase 1 mal weg oder so. Ja. Ja, dann gucken wir mal. Also, um nochmal zu rekapitulieren, ja, von hinten nach vorne als erstes rausgeflogen, eben ist Sepp, der eliminiert wurde. Oh, danach yeah hat's Peter erwischt und Dennis ist dann auf dem zweiten Platz gelandet, während Jay gewonnen hat. Vielleicht ändert sich jetzt alles, ja, mit der Phase 2. Gucken wir mal, wer denn, wie das denn jetzt so aussieht. Also, dann viel Spaß. Du. Jeder kann fahren.
Ah, komm, Jay. Boah, Peter geht direkt volle Kanne drauf. Landet auf dem Kopf. Der Schiri fällt runter, aber bei Peter kein Problem. Der transformiert sich einfach. Jetzt ein bisschen durch die Gegend geschoben. Was denn da für eine geile Scheiße? Aber jetzt ist noch jeder drin. Jeder hat noch die Kontrolle über sein Gefährt. Also, Peter! Scheiß Peter! Oh, wo ist der denn geflogen? Ich wollte mich doch erst nur ausrichten, ey. Oh Mann, ey, so kacke. Das ärgert mich doch. Peter, ey. Bitch-Huren-Auto, ey. Alter, was denn? Was ist denn los? Du hast mich weggekickt. Hab ich dich weggekickt? Ich dachte, den Jack kriege ich. Und dann ist er ausgewichen. Junge. Bisschen übereifrig von Peter, der jetzt auf seine Chance gewartet hat. Ja, ich dachte, jetzt kann ich endlich mal mitmischen und das ist eine Scheiße. Ärgerlich. Oh nein, durch das eine wurde. Oh, kacke, jetzt kann ich in die eine Richtung nicht lenken. Deshalb kann ich sie mich nicht. Weiß ich also, auf wen ich jetzt erstmal gehe. Fuck. Alles klar. Dann, drei Leute sind noch dabei, ne? Die Reihenfolge ist jetzt schon mal anders. Oh yeah. Gucken, wer denn jetzt übrig bleibt. Okay, es geht wieder. Jay geht jetzt auf Arm, mein weil Motor Sepp blockiert angeblich meine, einen Fehler meine hat. Steuerung. Ja, ob, hinten, meine Hinter. Oh, what the fuck? Lol. Wo ist Bram hin? Bram. Das. Nee, der liegt da. Ah, der liegt da. Oh, komm, den machen wir doch hier. Kann er sich bewegen? Warte mal. Der kann sich nicht mehr bewegen. Ave Maria im Himmel. Ich sag mal eins, aber der rutscht immer weiter nach vorne. Ich glaube nicht, dass es bis zu 10 kommt. Also die Rampe werde ich nicht nutzen. Zwei. Alter, wo bin ich denn daran hin teleportiert worden? Du bist auf einmal weg gewesen. Das war voll krass. Drei. Was bist du denn, ey? Ein Stück? Jucken oder was? Jay ist so krass. Fick mich da einfach von der Seite an oder was? Fünf. Mit dir falsch. Nein, noch ein Stück. Moment, ich muss fallen. Jetzt greifst du von hinten an, du feiges Stück. Ich greif dich von hinten an. So, Bram. Er kann wieder sich mit. Bewegen. Bram mischt wieder er kann mit. Kann sich aber nur vor und zurück bewegen. Der kann sich nicht umsehen. Sechs. Jetzt Sepp, pass auf. Ja, ich ramm den jetzt raus. Kann hier er sich denn überhaupt ramm? Ja, das ist meiner. Ja, er bewegt sich. Ne? Deiner. Ist egal. Oh nein, jetzt raus. Das ist meiner. Jay ist wieder im Elimination-Modus. Oh, Jay, der Killer, Alter. Ey. Das ist was weiter. War das denn? Was hat mich denn da getroffen? Ich geh da hinten in die Ecke. Was machst denn du, du hast, Jay? Ja, ich fahr ja schon. Ist ja gut. Ich hab irgendwie das Gefühl gehabt, du hast deine Schubdüsen gezündet und bist dann einfach durch die Gegend geflogen. Das müssten wir uns eigentlich nur mal in der Wiederholung angucken. Ich hab keine Vielleicht Ahnung. Vielleicht gibt's ja eine Slow-Mo. Das war krass. Ich bin einfach. Ich hab erst gedacht, du bist weggeflogen und wärst gar nicht mehr im Ring oder so. Und dann lagst du wie so ein Käfer da. Ja, das heißt, in Phase 2, ne, haben wir schon wieder andere Finalteilnehmer, wobei auffällig ist, dass Jay wieder mit von der Partie ja, ist. Ja, Jay ist auf jeden Fall stark mit seinem Vielleicht Ich krieg das kaum weggeschoben. Der Panzer, Junge. Ja, der das Panzer. Ist krass, der Vielleicht ist super kann schwer. Sepp dem jetzt einen Punkt da streitig machen. Gucken wir mal, wer denn jetzt im Endeffekt Phase 2 gewinnt. Vielleicht kann ich dir den Teufel austreiben. Okay. Pack mal lieber dein Auto wieder. Alter! Wieso kann ich auch nicht reagieren, Sepp? Sepp zuckt ein bisschen durch die Gegend, aber... Ja, ich porte mich gerade ein bisschen. Jay ist einfach so schwer, ey. Das gibt's nicht. Das ist wie so ein Riese, den du versuchst wegzuschubsen, aber es passiert ja, einfach nichts. Ja, ohne Witz, das ist David gegen Goliath. Ja, wo... Komm jetzt her, Mann. Aber David hat so wegen auf dem Weg nicht geworden. David hat nur leider keine Steine. Ey, chill doch mal. Wie wichtig der ist. Wieso kann ich dich denn nicht rausschieben, ich krieg den nicht gefangen. Na gut, komm hier. So. Oh Gott. Oh! Jetzt fange ich dich schon irgendwie mit meinen Pisten. So. Abgefangen. Und jetzt mit Spaziergang. Komm. Gucken wir uns das mal vor. Sag mal her, ey. Das gibt's nicht, ey. Bleib doch hier. Alter. Du hast ja, du bist riesig und kannst auch noch richtig hart schieben. Soll ich jetzt wird geschoben. Ja. Oh jetzt nein. Geschoben. Oh nein. Du gerade oh nein. Die Ecke Alter. Hilft ihm. Satan, Alter, bei mir war Jay so weit von raus. Oh, jetzt ist er raus. Nein, ich hab einfach keine Schritte gegen damit gewinnt Jay auf Phase 2. Junge. Ich brauch Wie mehr göttliche Panzer. Kraft. Ich brauch mehr göttliche Kraft. Das gibt's ja gar nicht. Was ist denn da los? Ich teile jetzt die neue Meter. Ja, weiß ich nicht. Ich hab mir mal gedacht, ich baue mal schwer. Alter. Das scheint ganz gut macht bei mir gerade einen harten Abgang. Scheinbar ist Fett besser. Ist Jay's, okay. Was? Alles klar.
dann... Tier 1, Tier 2 und Tier 3 fahren. Gucken wir mal bei Peter. So, Tier 1, Tier 2, genau, Tier 3. Tier 3 ist bei Peter. Ich hab mich eingesperrt. Peter hat seinen Panzer gebaut. Alter, Peter hat Klotz gebaut. Das hast du oben im Loch. Vor allem guckt Peter alle selbst bei mir raus. Ja, damit er reinkommt. Damit er reinkommt. Aber wieso ist denn nicht symmetrisch, der Block? Ja, das ist für die Aerodynamik wichtig. Wie kommst du denn da wieder raus, wenn du einmal drin sitzt? Symmetrisch. Nochmal E drücken. Oder ich glaube, du wirst rauskatapultiert. Okay, achso, du wirst rausgekatapultiert. Er ist überhaupt nicht symmetrisch. Ja, das sieht ist aus halt wie ein kleiner Staubsaugerroboter. Jetzt hat der noch die. Der hat die Pistons nicht mehr dran. Oder? Nee, das. Oder waren die nicht drin? Ne, die waren drin. Also ich sehe da keine Pistons. Aber der hat absichtlich hier die Dinger oben offen gelassen, als wenn die Piste da durchfahren muss. Ja, stimmt, der hat die Pistons versteckt. Aber auf der anderen Seite sind auch die Holzteile nicht so hochgezogen. Ich weiß nicht, vielleicht kann er gleich ausfahren. Jeder hat auf jeden Fall einen Schwing dabei. Gleich wird sich raushauen. Bis zum geht nicht mehr. Was hat Dennis noch gemacht? Dann habe ich Dennis hat wieder die erste. Ach nee, Moment. Hä, das sieht irgendwie gleich. Dennis hat wieder die denn hier neu. Dennis hat wieder die Rampe weggemacht. Hat er die Farbe hat sich geändert überhaupt? Die Farbe hat sich geändert. Echt jetzt? Du hast keine Steuereinheit und gebaut, du hast oder? Weniger Metall. Er hat mehr Holz. Moment, was ist das neue? Das links ist das neue, oder? Ach, er hat das Metall mittiger gebaut. Nee, das war da auch. Er hat an der Seite hier ist noch Holz. Hat er die versteckt, die Steuereinheit? Oder wo ist die? Die Holzdinger sind wahrscheinlich zum Umklicken. Dennis hat Sachen verändert. Ne? Ah, ich sehe da einen nicht bemalten Block. 6 Sätzen. Entweder gar nichts bemalt. Das war das einzig Relevante bei der Steuerung. Ja, guck dir das an. Block? Da, unter der Schaufel. Versteckt. Unter okay, der Schaufel. Das heißt, wenn Bram jetzt auf dem Kopf oh landet, dann Gott. Kann er sich jetzt auch umdrehen. Ja, wahrscheinlich. Klar, hey, ich sehe aber immer noch nicht die Steuereinheit. Naja, whatever. Ja, gut versteckt vielleicht der Junge. Der hat echt gut versteckt. Ach, da ist sie. Jetzt habe ich sie auch gesehen. Ach so, ja, stimmt. Jetzt weiß ich wieder, was Sepp gemacht hat. Okay, Sepp hat jetzt noch ein Kreuz auf dem Kopf. Sepp hat auch reingetroffen. Sepp hat noch ein Kreuz gemacht. Wow! Wieso kann sich das nicht vernünftig aufstellen, sondern nur so halb? Ja, weil das besser ist für die Aerodynamik, Peter. Das kennst du doch. Ja, okay, das kenne ich, das stimmt. Aber guck mal, kannst du die selber noch am Kopf mithauen? Selbstgeißelung. Ist das dein Einzige, was du gebaut hast, dass jetzt ein Kreuz noch rausfahren kann? Ja, mega wichtig. Manche Leute haben die Zahlenverbesserung des Konzepts. Funktioniert hierbei wie die Steuerung wenigstens besser. Also ich habe jetzt göttliche Power mit dabei. Jesus ist an Bord. Ich habe jetzt auch so einen Aufkleber hin drauf. Jesus ist an Bord. Das hat sich was geändert. Aber das ist so ein Totenkopf. Ja, aber doch, er sagte doch, bei Phase 2 hat er die Lenkung falsch eingestellt. Hat er die bei Phase 3 korrigiert? Nee, das habe ich jetzt erst gemerkt, leider. Also jetzt hier beim Normallenken hier. Nice. Ich habe da hinten ja nicht so eine geile Fläche. Das ist sehr ärgerlich. Aber auch hier sind Änderungen passiert. Ja, kommen wir mal zu Jay. Ich war sehr, sehr, sehr froh, dass jetzt endlich die Steuerungseinheiten da sind, denn... Ich kann jetzt bewegen, geil. Junge, jetzt bin ich gefährlich. Alter, das ist ein Stück Code einfach nur. Nein, ich habe einen Pisten verkackt einzustellen. Aber weißt du, ich habe mir einfach mal, ich bin ja jetzt so frei, ich habe das Ding nicht angemalt, weil ihr jetzt einfach mal die Basteleinheit einstellen dürft. Ich habe es halt in anderer Art und Weise bunt gefärbt. Wenn ihr die Basteln, die Verbindungseinheit jetzt dürft ihr meinetwegen bei mir benutzen. Ah lol, okay. Ich hab's auf andere Weise bunt gefärbt. Okay. War ganz schön stressig, hier auf zwei zu machen. Alles klar. Ja, Jay spielt wieder Orgel, ey. Okay, dann Dann gehe ich mal zu meinem mörderischen, schwarzen Blackbox. Hat alles noch nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe bisher. Aber wir brauchen jetzt eigentlich noch Namen, Leute. Wir haben noch keinen Namen. Ja, gibt's für die Kunstwerke irgendwelche Namen? Haut mal raus. Blackbox. Meiner ist Rembrandt. Blackbox, Rembrandt. Ich bin der Exorzist hier. Exorzist. Wir haben den Rembrandt-Exorzist, die Blackbox. Und Bram? Und Bram. Die Bar. Und Bram. Und Bram. Okay. Oh nein, jetzt bist du wieder. Oh meine Fresse, ey. Jetzt bist du wieder runtergefallen. Boah, dieser scheiß Lenkung, ey. Das wäre so geil. Ja, stellt euch schon mal richtig hin. Es kann dann gleich losgehen. Ja, wir warten auf das Signal.
sobald ich oben bin. Ihr müsst aber gucken, meine Kreuze drehen sich auch, ja? Also. Okay. Wow! Krass, das ist ja der Shit, ey. Also, gehen wir zu bedenken, dass Jay schon 2 Runden für sich entscheiden konnte, ja? Alle auf Jay. Ja. Das ist schon krass. Hallo? Deswegen bin ich sehr gespannt. Mal Ruhe, Junge. Wer die finale Phase denn gewinnen kann und die erste Runde läuft. Oh, jetzt bin ich glatt gesprungen vor Aufregung. Oh, Ficker. Lass mich. Ich musste probieren. Ah, Jay! Ja, fast ja, geschafft. Das ist nicht so leicht. Alter, das ist so krass. Sobald du Jay berührst, ist er einfach nur auf 3 FPS. Ich frage mich halt. Wir müssen Pistons auch verringern. Ja, halt das finde ich überhaupt nicht. Es geht aber so lange gut, bis dann einer übertreibt, weißt du? Und dann ich habe halt 20 Minuten lang nichts anderes als Pistons gebaut. Nein, ich habe einen auch nicht versetzt. Der ist nicht verbunden hier. Oh Gott. Wow. Okay, let's go hier. Runde 3. Ja, okay, komm, hier nächste Runde. Jawohl! Boah, Peter, ich würde gerne nach rechts lenken können, aber ich kann nicht. Ich kann nur nach links. Oh, ja. Oh, dann lenk halt ein paar Mal nach links, dann fährst du auch wieder richtig. Oh, was passiert jetzt? Ich sehe nichts mehr. Die Pistons schlagen zu. Nein. Peter und Sepp werden von Jay. Ich häng da fest. Peter und Sepp werden von Jay gegen den Turm gedrückt, aber. Yeah. Oh, Peter ist raus. Nein. Okay. Da ist Peter rausgedruckt. Oh, jetzt bist du raus, ne? Guck mal, Jay kann mich durch die Gegend tragen mit den Blöcken. Okay. Mega bugempfindlich, wa? Also ich meine ganz ehrlich, Pisten bauen basiert darauf, verbuggt dich in mir. Ja, genau. Das war eigentlich nicht meine Intention. Wobei man aber auch sagen muss, die Pisten sind ja ganz okay, aber ich glaube, was Jay am meisten bisher geholfen hat, ist, dass der einfach so fucking schwer ist. Ja, das auf jeden Fall. Das hat ihn im Rennen gehalten. Also ich glaube, selbst Sepp und Peter zusammen gerade hätten sich echt anstrengen müssen, den gleichzeitig rauszuschieben. So. Das heißt, wir haben eine neue Meta, Freunde. Und wir haben ein neues Finale. Sepp gegen Jay in Phase 3. Das kennen wir schon mal irgendwoher. Ja, ein kleines Rematch. Jay ist so ein Teufelskerl. Ob Jay heute ein Triple machen kann. Hier. Jesus, ja. Kommt jetzt! Jesus versucht die Pisten zu hauen, aber die Pisten. Weg da! Oh. Sepp versucht's mit Geschwindigkeit und Agilität. Aber. Nehm ich dich mit! Nein! Komm einfach raus! Jetzt können wir rausfahren, Sepp! Nein! Jetzt können wir gerne rausfahren, wenn du willst. Jay fährt einfach spazieren mit Sepp. Nein! Oh! Kacke! Ave Maria und Josef! Nein, jetzt hat er mich! Nein! Alter! Was passiert denn kein Quatsch, das? Junge! Junge, was machst du denn hier? 14 Frames. Drin. Ja, 14 hab ich auch. Ey, jetzt lass mich doch mal Ruhe, der steuert mich gerade. Alter, ist das am Ruckeln? Oh, das ja, der sitzt da, die 2 von den Pistons drin, der fliegt gleich richtig Kacke. Heftig. Okay, das ist ja das Video-Finish. Ich hab 2 FPS, ich drück einfach alles. Ich hab 2 FPS, ich drück einfach die Düsen. Aber Jay, soll ich jetzt raus? Leg nach links. Leg nach links. Warte mal. Ich muss jetzt den. Jay schafft das aber auch gerade nicht. So? So? Irgendwas hinzukriegen. Wann setz ich dich? Du kriegst mich raus! Alter, wann bist du denn drauf? Warte mal, ich muss das jetzt so machen. So. Und da ist der raus. Und Jay gewinnt die 3. Runde hintereinander. Ach komm, Jay ist OP heute. Gratulation wirklich an Jonathan. Nicht mal Jesus konnte die Einheit gebieten. What the fuck? Ich hätte nie erwartet, dass das doch gar nicht so schlecht ist. Ja, Jay hat einfach neue Meter gesetzt, ne? Wir fett sein ist besser, ne? Wie beim Sumo im Endeffekt. Meter oder beim schon Ring vor Jahren gesetzt. Super Heavyweight, Junge. Braun Strowman ist Ich würde mal sagen, Jay ist der verdiente Sieger heute. Ja, definitiv heute.
Und auch wenn wir neue Erkenntnisse gewonnen haben, wie wir sollten die Anzahl der Pistons vielleicht festlegen. Ich fände das super, Mann. Nein! Ansonsten, ja, hoffe ich, das hat euch gefallen. Ja, lasst gerne irgendwie Bewertungen da oder auch Vorschläge, falls euch da was einfällt. Hui! Das ruckelt, Mende. Vor allem, ich habe die Pistons nicht mal ausgefahren und das ruckelt wie scheiße. Ja, sobald ich dich berühre. Das ist krass. Echt krass. Ja, die sind wahrscheinlich einfach immer da, nur die werden halt einfach länger. Dass sie es halt einfach nicht programmiert geschissen kriegen, ne? Das ist so eine schwere Aufgabe. Ich finde, schade. Ich finde, die sollten uns von Scrap Mechanic mal als Benchmark testen. Die sind wirklich die Beta-Tester des Jahrtausends. Ja, bis jetzt schon, ja. Irgendwie können die da sehr viele Erkenntnisse gewinnen, wenn die denn verstehen würden, was wir sagen. Ich bin echt unbeweglich geworden. Naja, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge von Profi. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß bei unserem restlichen Scheiß. Haut rein. Bis dahin, tschüss. Tschüss, Gott. Tschüss. Ciao.